wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. 10 Minuten vor Sonnenaufgang ungefähr. Und ja, ich habe mir gedacht, ich möchte heute mal ganz, ganz früh raus. Aktuell haben wir richtig schönes Frühsommerwetter. Jetzt am Morgen allerdings noch relativ frisch, also relativ kalt. Aber es gibt da so eine Stelle, da komme ich immer wieder her, um den Sonnenaufgang zu fotografieren, um diese wundervolle Linde zu fotografieren, unter der ich mich gerade befinde. Und das ist der Gipfel von meinem Heimatort Mauthausen. Hier die sogenannte Marbacher Linde. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube so um die 370 Meter über Adria. Also kein sehr hoher Berg, aber ein Hügel, unser Hügel hier, von dem wir eine mega Aussicht haben und im Normalfall auch den Sonnenaufgang ganz schön sehen können. Einziges Problem, es ist zwar ein wundervoller Morgen, aber da hinten sind einige Wolken unterwegs. Kann sein, dass die Sonne genau dahinter aufgeht, aber auch egal, dann mache ich mir einfach wundervolle Morgenstimmungslandschaftsbilder hier gemeinsam mit euch und würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr dran bleibt. Ja, es sind 2-3 Minuten noch bis zum Sonnenaufgang, aber da hinten die Wolkenbank, befürchte ich, ist genau vor der Sonne. Was ich aber jetzt habe, sind also da hinter mir so schon wunderbar leuchten, rosa leuchtende Wölkchen, und da vor mir, da unten sehe ich auf den Ortskern unserer Nachbargemeinde Ried in der Riedmark, und da hole ich euch jetzt einfach mal kurz in die Kamera dazu, um euch diesen Bildaufbau zu zeigen. Also ist jetzt nicht großartig irgendwas Aufregendes. Ich habe an der Kamera mein Weitwinkelobjektiv, das 16 bis 35 mm. Und jetzt möchte ich hier einfach die Bäume da vorne, die ihr hier sehen könnt, oder die Äste der Linde, die hier herunterhängen, so ein bisschen als Umrahmung mit reinnehmen. Ich habe das Bild jetzt etwas heller, als ich es dann beim Fotografieren machen werde. Einfach damit ihr auch sehen könnt, was ich meine. Da unten die wunderschöne Kirche, die da so idyllisch drinnen liegt. Und hinten eben das Morgenrot, das kommt jetzt hier im Video nicht ganz so schön raus. Aber im Foto dann möchte ich natürlich ein bisschen unterbelichten bzw. weniger belichten. Einfach um die Morgenstimmung besser zur Geltung zu bringen. Ja, und da mache ich mir jetzt hier mein erstes Bild, bis dann hoffentlich irgendwo da hinten die Sonne erscheint. Auf jeden Fall ist sie da, denn die Wolken leuchten schon wundervoll. Ja, wie ich es befürchtet habe, ist leider die Sonne von dieser Wolkenbank da hinten verdeckt. Tut aber der Freude über den schönen Morgen keinen Abbruch, denn da hinten, da leuchten die Wolken so wunderschön. Und ich habe hier so ein Weizenfeld vor mir, herrlich frisch, saftig, richtig kräftig gewachsen, denn der Mai war ja sehr, sehr regnerisch. Und da möchte ich mir jetzt ein Bild mit euch machen, und zwar im vollen Weitwinkel bei 16 mm. Und ihr könnt jetzt hier sehen, da geht eben die Traktorspur rein, wo eben irgendwann mal irgendein großes, schweres landwirtschaftliches Gerät gefahren ist. Und da links, ich hoffe, man kann es jetzt erkennen, hier, da geht die Stromleitung runter. Die führt hier zu diesem Masten, läuft dann weiter in die Ferne. Und das gibt mir natürlich eine gewisse Führung im Bild in die Tiefe. Und das gefällt mir sehr gut, das wisst ihr ja. So Linien, die einem Bild ein bisschen eine Wirkung, eine Tiefenwirkung verleihen, die machen sich immer besonders gut. In diesem Fall eher ein störendes Element in Form des Strommastens. Nehme ich aber mit rein, mache ich mir hier zunutze. Und so wie ihr das jetzt hier, ihr jetzt hier sehen könnt, ich mache jetzt mal das Bild noch etwas dunkler, so, damit ihr auch die Stimmung in den Wolken besser mitbekommt. Also das ist es, was momentan hier die Stimmung ausmacht. Und da hinten, hinter der Wolkenbank, also hier unten verläuft diese Wolkenbank, und jetzt, wunderschön, jetzt könnt ihr dabei sein, da hinten kommt jetzt die Sonne hoch. Könnt ihr das sehen? Hier? Hier müsste jetzt die Sonne hochkommen. Traumhaft. Also,
das gilt es jetzt zu nutzen. Ich versuche euch diesen Sonnenaufgang mitzugeben und gleichzeitig mir meine Bilder zu machen. Ich habe jetzt hier meine Position gewechselt, bin von der Linde jetzt etwas zurückgegangen, also bin überhaupt hinter die Linde oder vor die Linde gegangen. Und den Bildaufbau könnt ihr hier sehen. Da vorne in der Mitte, also so jetzt hinter mir, praktisch dieser wunderbare Baum, der hier so herrlich gewachsen ist. Und unter den Ästen könnt ihr eben jetzt hier die Sonne aufgehen sehen. Also da hinten, die Sonne ist schon aufgegangen, aber da kommt sie jetzt hoch und wird dann unser wunderschönes unteres Mühlviertel langsam in sanftes Licht eintauchen. Ein paar Wölkchen dabei, eigentlich perfekt. Was ihr auch sehen könnt ist, ich habe die Kamera etwas nach oben geneigt und das hat einfach den Grund, weil ich es in diesem Fall durchaus mag, wenn ich den Baum in der Mitte habe und die Wolken und den Himmel oben leicht verzerrt. Ist natürlich beim Weitwinkel bei 16 mm, ja, da verzerrt das Bild ein wenig. Aber ich mag diesen Effekt sehr gerne, vor allem wenn hier, wie ihr hier sehen könnt, die Wolken hier sich dann so, ja, so hier so reinziehen und im Wesentlichen sogar mir die Richtung vorgeben zur Sonne hin, die jetzt da hinten hinter den Ästen des Baumes hochkommt und mir hier eine wunderschöne Gegenlichtaufnahme ermöglicht. Ich habe jetzt die Kamera noch einmal umpositioniert und habe sie genau in die Waage ausgerichtet und das möchte ich euch jetzt hier auch zeigen. Vielleicht die Einstellungen auch gleich dabei. Das heißt jetzt nicht, ich hole euch in die Kamera rein, sondern zeige euch meine Einstellungen direkt am Bild. Könnt ihr jetzt hier sehen an der Waage, ich bin sowohl, was die Links-Rechts-Neigung betrifft, schön in der Waage, als auch was die Neigung nach vorne und hinten, also das Kippen nach oben und nach unten betrifft, bin ich ebenfalls sehr, sehr schön in der Waage. Ja, und von den Einstellungen hier, Blende 13, 1/125 bei ISO 100. Für dieses Bild musste ich etwas zurückgehen, muss mal schauen, wie das dann aussieht hier mit diesen Sträuchern. Prinzipiell mag ich diesen Blick in die Tiefe sehr gerne, das gefällt mir ganz gut. Jetzt schauen wir uns noch am Display das Histogramm an. Gehen wir ein bisschen näher ran. So, da könnt ihr eben sehen, dass ich in den Tiefen schon sehr, sehr stark unterbelichtet bin. Aber das ist eben dann wichtig, da sollte man seine Kamera, seinen Sensor so gut kennen, dass ich eben weiß, dass ich mir so hier aus den Tiefen noch die Bildinformationen rausholen kann. Also das geht sich mit Sicherheit aus, da brauche ich kein HDR oder sonstiges sonstiges Equipment aus der Fototrickkiste. Ich glaube, das, ihr wisst, was ich meine. Es geht sich auf jeden Fall auch so aus. Und so nehme ich mir jetzt hier das wundervolle Gegenlicht noch mit. Hier jetzt aus der Waage oder in der Waage, vorher aus der Waage, damit wir eben dann auch den Vergleich in den Bildern haben, die ich euch jetzt mal einblende. An dieser Stelle auch wieder der Hinweis, experimentiert auch ein bisschen mit eurer Position. Das heißt nicht immer nur am Stativ in der bequemen Höhe, sondern auch ein bisschen runtergehen. Jetzt muss ich noch mal schauen, was das hier jetzt wirklich für eine Pflanze ist, die hier angebaut ist. Vorher habe ich so einfach Weizen gesagt, wahrscheinlich ist es wieder Roggen oder irgend sowas.
Zum Glück habe ich ja eine schlaue App. So. Ah, es ist Weizen. Sehr schön. Richtig geraten. Zurück zur Fotografie. Also, auch mal runtergehen. Ihr könnt sehen, ich bin wieder an derselben Position wie vorher, wo ich eben vom Stativ hinten den Sonnenaufgang fotografiert habe. Die Sonne ist jetzt allerdings schon wesentlich höher. Und da könnt ihr diese wundervolle Gegenlichtsituation sehen, wenn ich eben runtergehe und den Weizen hier in den Vordergrund mit reinnehme. Den Fokus werde ich wahrscheinlich verschiedene Punkte probieren, aber jetzt lege ich ihn mal hier hinten auf den Strommasten. Im Foto selbst werde ich dann etwas mehr unterbelichten, damit ich die Sonne ein bisschen schöner reinbekomme. Und dann kann man natürlich auch solche Varianten probieren, wo man einfach das Kornfeld so richtig schön in den Vordergrund mit reinnimmt. Kann man natürlich mit der Position ein bisschen spielen. Man kann ein bisschen höher gehen, ein bisschen niedriger gehen. Ja, mir gefällt das einfach irrsinnig gut, diese Gegenlichtsituation. Also ich denke so, diese Höhe ungefähr, das wird die Höhe, die ich verwenden werde. Falls es euch auch aufgefallen ist, den Horizont da hinten habe ich im oberen Drittel positioniert und die Sonne dann noch so im linken oberen Drittel positioniert. Ja, so mache ich mir jetzt mein nächstes Foto. So kann man eben dann alleine an einem Spot an so einem schönen Morgen verschiedenste Bilder machen. Ich glaube ja, die Königsdisziplin in der Landschaftsfotografie ist, wenn man mit einem Makroobjektiv Landschaftsfotografie betreibt. Natürlich nicht prädestiniert, aber ich zeige euch mal das Bild, das sich jetzt hier mir bietet und blende euch da gerne mal dazu. So, habe mich jetzt nämlich hier von der Linde ein bisschen entfernt. Die könnt ihr da hinten sehen. Und ich filme hier über das Feld mit 105 mm und jetzt ist eben die Sonne da zwischen zwei Wolken da so nach oben gewandert, beziehungsweise haben sich auch die Wolken ein bisschen davor geschoben. Und da kommen eben dann so diese Lichtdurchflutungen. Also die Sonnenstrahlen kann man hier sehen, da rechts runter. Und das möchte ich mir einfach so mitnehmen. Den Baum, die Linde positioniere ich im linken unteren Drittel. Gefällt mir relativ gut von der Einfachheit her. Natürlich mit dem Makroobjektiv einerseits nicht die optimale Konstellation, andererseits kann ich beim Makroobjektiv die Blende relativ stark schließen. Bekomme ich natürlich zum einen die Strahlen schön scharf gezeichnet, aber mal schauen, wie das Bild dann in großem Computer wirkt. Ich werde es euch in jedem Fall zeigen. Nehme ich mir mit, ist jetzt eher so ungeplanter Zufallsschott. Ja, ich bin jetzt hier an einer Fotoidee angekommen, die ich gestern hatte. Wir sind hier eine große Runde gestern wandern gegangen. Meine Frau und ich mit meiner Mutter und mit dem Lebensgefährten, beziehungsweise mit dem Ehemann meiner Mutter, mit dem Mandy. Und da sind wir hier an so einem wundervollen Kornfeld, Kornblumenfeld vorbeigekommen. Und ich weiß jetzt nicht, ob ihr das hier sehen könnt, aber hier vor mir breitet sich so ein Feld aus. Ha, herrlich, da wachsen so viele Kornblumen. Und die Kornblume und die Mohnblume, das sind für mich so die Boten jetzt des Frühsommers. Aktuell ist leider die Sonne hinter der Wolke. Das heißt, es ist jetzt nicht hier das absolut strahlend schönste Licht. Ich glaube, ich bin hier von der Belichtung etwas zu hoch. Gehen wir mal ein bisschen runter. So, ich glaube, jetzt haben wir auch ein bisschen Zeichnung im Himmel. So. Also, das Kornfeld liegt jetzt hier vor mir und ich möchte eben hier ein Bild machen oder zwei Bilder machen oder verschiedene Bilder machen mit dem Makroobjektiv. Und jetzt geht es mir nicht mal darum, eine einzelne Kornblume herauszuzeichnen. Das werde ich auch machen, aber ich zeige euch jetzt mal was. Ich hole euch jetzt hier mal in die Kamera dazu und ich hoffe, ihr könnt das jetzt hier sehen. Ich nehme die Kamera jetzt ans Auge. Was mir gefällt ist, wenn ich jetzt hier mit 105 mm und 105 mm ist eben das Makroobjektiv, das ich jetzt hier dran habe. Wenn ich mir dann so einen Bildausschnitt suche, wo eine sehr große Dichte an Kornblumen herrscht, also hier diese ungefähr,
Dann werde ich mir hier irgendwo in der Mitte einen Fokuspunkt suchen, da werde ich dann drauf fokussieren und werde hier mit den 105 mm mir ein Foto von diesem Kornblumenfeld mit diesen vielen blauen schönen Tupfer, die da eben drauf sind, machen. Und das funktioniert mit dem 105 mm ganz gut, weil das 105 mm natürlich eine gewisse Kompression reinbringt. Und durch diese Kompression und die Verdichtung der Bildwirkung habe ich dann so, ja, mein grünes Feld mit diesen vielen blauen Tupfer drinnen. Wichtig dabei ist, dass man irgendwo eine Stelle findet, wo man eben ein sehr ausgewogenes Blumenbild bekommt. Und ja, ich denke, das ist dann so ein richtig schönes Sommerblumenwiesenbild. Kein einzelnes Bild herausgegriffen, keine einzelne Blume herausgegriffen, sondern eben so ein bisschen den Eindruck vermitteln, dass eben hier ein ganzes Feld voller Blumen ist, ohne das ganze Feld zu fotografieren. Zweite Variante ist natürlich dann, dass ich sage, ich gehe relativ nahe ran. So. An die eine oder andere Blume. Da werde ich mir verschiedene Varianten machen. Ihr könnt das jetzt hier schon sehen. So, jetzt muss nur noch die Kamera scharf stellen drauf. Bin ich zu nahe dran. So. So, dass ich mir eben dann so eine einzelne Blume heraussuche, auf diese Scharfstelle, und wenn ihr euch bedenkt, jetzt filme ich mit Blende 13 und seht euch mal die Unschärfe im Hintergrund an. Und diese vielen blauen Tupfen dann im Hintergrund. Den Himmel möchte ich herausen lassen. Das heißt, da werde ich mir auch noch verschiedene solche Bilder machen. Und mit diesen Bildern, die ich euch am Ende jetzt dann wieder einblende, möchte ich mich auch schon wieder von euch verabschieden. Mich hat es sehr gefreut, dass ihr wieder zugesehen habt. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, würde mich sehr freuen. Abonniert den Kanal, das würde mich riesig ehren. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, alles Liebe. Jetzt gibt es noch die restlichen Bilder.